Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Anstoß 3. Wir haben es geschafft. Wir sind Meister. Wuhu! Pack die Dröten aus. Ja, wir sind Meister. Der Jocke ist auch mit dabei. Juhu. Ihr habt es schon feiern gehört. Ja. Ja. Wir sind Champions. Sollen wir uns jetzt schon die Tabelle angucken? Wahrscheinlich, weil sonst wird alles zurückgesetzt. Na, ich denke mal, den und nächsten Monat haben wir auf jeden Fall noch. Der Visa kommen noch die Relegationsspiele und Pokal, Champions League. Okay, na, da warten wir noch die Relegationsspiele ab. Mutauki, bester Mann. Ist ja stolz, hängt sich's über den Kamin. Aber Zanetti, boah, Alter, 15 vor. Note, letztes Spiel 1. Geiler Föcker. Relegation? Geht denn hier? Exeter, die kriegen es auch nicht mehr gebacken, irgendwie zu siegen. Ja, aber wie gesagt, das merkwürdig. Wigan setzt sich gegen Reading durch, in der zweiten warum, Liga. Warum Exeter halt da mit bei ist? Sind Platzierte. Das wissen sie selbst nicht so recht. Da muss ja irgendwie Manchester gegen Schalke, Europa League, ehemals UEFA Cup. Boah. Ja. Fast eindeutig. Na, warte, Elfmeterschießen? 4-1 am Ende. Menu. Das klingt nicht nach Elfmeterschießen. Glaubt ihnen kein Wort, was? Moment. Stoke gewinnt den FA Cup, denke ich mal. Mhm. Ja! Dortmund kriegt auch eine Schüssel. Wolfsburg müsste immer noch. Lyon. Dundee. Auch lustig, die verschiedenen Pokale, wie die aussehen. Also Dortmund, die sah nicht unbedingt gut aus. Sah aus wie so ein Pott. Ich finde der DFB-Pokal eindeutig besser als die Meisterschale. Hm. Die ist so schön golden. Crystal Palace hat verloren gegen Stock City. Dortmund gegen Wolfsburg. 4-6 nach Elfmeterschießen. Nach Elfmeter. Lyon genauso, 4-5. Celtic 3-4 nach Elfmeter. Was geht da ab? Spannende, packende Finale am Ende nochmal. Ja, Potosi. Jorge Junchet. Jorge Junchet. Bradley. Da meldet sich jemand wegen dem Kauf. Sehr schön. Es ist doch noch ausgezahlt, dass wir den eingesetzt haben. Nö, jetzt behalten wir. Jetzt kommt ihr daher. So. Warte mal, Bradley, wo bist du? Wo ist er denn, der Bradley? Ja, dann lernen wir nichts mehr. Wenn er uns verlassen will. wie sieht's aus? Moral, motivationstechnisch. Ertl, der könnte es auch gebrauchen. Bartscham, das war der uns kein Wort geglaubt hat gerade. Die wollen eh alle gehen. Braucht eh keiner. Ferry können wir nochmal quatschen. Raccoon. Naja. Können wir auch bleiben lassen. Rotmorg nochmal quatschen. Und der Bonzengala. Quitschi, quatschi, mache. Jugendspieler abwerben. Nixi. Na dann machen wir weiter. Und in der Woche gibt's alles. Es gibt Relegation, Meisterfeier und Saisonabschlussfete. Das wird eine geile Fete.
Oh, Ryan Bird hat beim letzten Heimspiel seiner Freundin Mandy vor ganzem Stadion einen Heiratsantrag gemacht. Doch sie hat abgelehnt. Das ist nicht spur, dass er nicht vorbeigegangen. Mandy. Ich glaube, den Bird wollte man eh loswerden. Passt schon. Da kommen wir jetzt gar nicht hin, leider. So, was bietet ihr uns? 135.000 für einen Marktwert von 158. Oh. Vielleicht holen wir uns noch was raus. Wir hätten da gern noch ein Butterbrot dazu. Ich hätte lieber Schnaps. Mal schauen, die gehen sogar über Marktwert. Aber nicht viel drüber. Okay. Ab der nächsten Saison bei Tranmere Rovers. Mal was Neues, mal nicht Oldham Athletic, die uns alles wegkaufen. Ertl persönlich besprechen, Bartschem loben. Das ist die Hauptsache. Latvalampa gegen FC Bayern München. München. Nein! Drecksficker, Schweine. Herzlichen Glückwunsch. Drecksficker. Festbeulen. Nach Elfmeterschießen noch. Das geht's nicht. Hast die Bayern können Elfmeter? Unrealistisch. Fortmann ist nach dem Spiel, spricht total begeistert. Oh, er hat mir alles gezeigt und er sieht. Vor allem gezeigt. Aber so richtig. Wie sieht's da aus? Uiga waga. Ja, unentschieden. Einer vorhin auch schon. Schauen, ob sich Riding durchsetzt. Exeter darf nochmal spielen. Warte mal. Oder später dann. Was ist das jetzt? Also, die spielen jetzt alle gegeneinander, oder was? Das komme ich irgendwie nicht ganz mit. Also, Fleetwood Town hat sich gegen Northampton durchgesetzt und Exeter hat sich gegen Scarborough. Also, spielen die jetzt praktisch im Finale um den Hoch. Ja, also spielt dann Exeter gegen. Also, ja, Fleetwood, ja. Scheinbar. Oder spielen der Sieger davon dann noch gegen die Abstiegsbedrohten aus der dritten Liga, die dann auch in so einer Playoff-Runde. Die müssen ja schon voll fertig sein dann. Kannst du dann mal in der dritten Liga gucken, ja, wie das da denn aussah, ob das dann wirklich auch so ein, also wie so eine Relegation, Vorrelegation ist, Playoff-Phase. So war das auch alles so, finde ich, unnötig teilweise. Braunschweig Kessel. Mulliat von Cottbus. Moto von Northampton. So, Jugendspiel abwerben. Wieso ist da nichts dabei? Ich brauche heute Einzeltraining. Ach, Sullivan, vergiss es, ey, wenn du zu unfähig bist. Du wirst halt abgewertet und nächstes Jahr fliegst du raus. Der gerade da seinen Heiratsantrag da seiner Freundin gemacht hat, wird's gleich noch gucken. Ja, können wir machen, aber ich glaube, Bird ist sowieso weg nächste Saison. Das kleine Vögelchen. Cheep, 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 cheep. Das fliegt zu Oldham. Zu Old Schwitzheim. Ach, er ist unzufrieden. Oh, das tut mir aber leid, du fetter Bird. Fetter Vogel. Kein Wunder, dass die Freundin dich nicht heiraten will. Spielt nur Computer, ey. Was ist denn das für eine Lusche? Guck mal, dann nochmal dritte Liga, bitte. Ja. Kein Liesel. Pot Whale. Eigentlich heißt. Also gibt es bei denen keinen richtig festen Absteiger, oder wie soll ich jetzt sehen? Bei Alki sind sie ja alle gleich markiert. Mit Rot. Steigen alle ab? Hm. Aber ich denke mal, wahrscheinlich. Zwei auf jeden Fall. Keine Ahnung. Da steigen drei auf und drei ab, also, oder was? Ja, nein. Gucken wir nochmal kurz unsere Liga. Du siehst ja, dass Chesterfield eigentlich als Dritter kein Relegationsspiel jetzt gemacht hat. Nur Scunthorpe, Northampton, Fleetwood und Exeter. Mhm. Also ist Chesterfield wahrscheinlich auch schon mit aufgestiegen. Also wird eigentlich ein Vierter noch sein. Hm. Da bin ich jetzt gleich mal gespannt, was da passiert. Spielcrash. Da schauen wir gleich mal, Freunde.
Jetzt ist die Frage, ob es da nicht zu Ende ist. Oder dann kommt noch die WM hinten dran. Interessant ist ja auch, jetzt haben wir Sonntag den 2. Die Relegationsspiel vom Dienstag, Northampton gegen Fleetwood Town, war allerdings schon, ne? Ja, vor allem sollt ihr jetzt eigentlich Exeter spielen, laut Plan. Ja, gegen Fleetwood Town, weil die haben sich doch wieder durchgesetzt. Ja. Also spielen die am Dienstag. Ich glaube, da geht sie keiner mehr aus. Wo ist sie jetzt? Wir spielen jetzt und spielen jetzt und weiß ich und. Info über Meisterfeier kam eigentlich auch gerade keiner. Ob die jetzt toll war oder nicht toll war? Oder sich alle lieben erst, oder hassen? Oder kommt die jetzt erst? Nach die Zunge reinstecken? Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht so ein Zeitungsartikel vielleicht doch ist. Ein Zeitungsartikel. Ich will nicht angucken, ich will quatschen. Quiqua quatschen mit der geilen Mannschaft. Ihr seid Meister, ihr seid die Geilste. Okay, Statistik jetzt schon anschauen oder noch weiter? Schauen wir noch weiter. Ja, mach erstmal noch weiter. Weiter. Weil, wo muss Meisterfeier? Was? Was? Wird nicht als Meisterfeier angesehen, ey, so scheiße. Weil wir nicht in der Premier League sind, oder was? Hohn und Spott für Portsmouth. Schön ausgegangen. Ja, immerhin war die Saisonabschlussfeier toll. Der Volk macht alle ein bisschen stolz. Aber nicht alle sind mit ihrer persönlichen Bilanz zufrieden. Aber der Volk macht alle ein bisschen stolz. Mutter Uke, bester Fecker. Bunsengal hat sich verletzt. Oh. Nein, Schlüsselbeinbruch, das ist natürlich. Holla die Waldfee. So, Relegation mal wieder. Exeter hat das Hinspiel. Kriegst du das gebacken? Ja, 3-2. Das heißt, jetzt bin ich gespannt, was da passiert. Peterborough United gegen Sheffield United war erst. Mr. Sheffield. Also da ist auch entweder Peterborough Bristol. Oder Bristol City. Petersborough und Bristol, ja. Wo sich Bristol durchgesetzt hat. Schauen wir mal, ob es jetzt noch ein Rückspiel gibt oder nicht. Ob das jetzt quasi schon das Endgültige war. Weltpokal, ja klar, ob der Weltpokal so schnell hintereinander ist, der ist doch meistens im Dezember. Deportes du Lima aus Kolumbien 2-0. Trainer des Jahres. Arsene Wenger, weil der Meister geworden ist. Alle Meister. Mannschaften eigentlich. Favre, Blanc und Lennon. Fußballer des Jahres, Glenn Johnson von Liverpool, Watt. Lewandowski, Dortmund. Portmund. Ibrahimovic, Paris. Portsmouth. Sané von Celtic. Borussia, Dortmund. Gingy, Fußballer des Jahres. Alter. Was geht denn da ab? Wenn die hier überhaupt ein Ronaldo oder ein Messi in der WM. Kakawa. Die ersten Spiele. England schlägt Punkt 2-0, Jerome Welbeck. Carroll ist wieder mit dabei. Was geht denn ab? Deine Ehre? Deutschland, Dänemark 4-1, Alter. Alles Schule, Gomez Podolski. Reus gespielt, Gündogan gespielt. Immerhin, verletzte Spieler Gündogan nach Sevilla. Wer ist Cordes? Gute Frage. Frag mich auch mal. Wer ist der, die das Cordes? Frank Ecuador. Verletzte Spieler Evra. In Schottland Angola 1-0. Fletcher. Damit führt Kroatien in der Gruppe 1. Ach, Aserbaidschan, strengt euch an. Belgien. Und Holland. Der Gruppe 2 ist auch gewählt. Ja, Schottland, Frankreich. Österreich. Vorerst. Österreich gegen Spanien gewonnen. Alter. Ja, Österreich. Deutschland. Vorne. USA. Geil. Portugal, El Salvador. Setzen sich durch, Alter. Ich meine, Liberia und Russland. Aber gerade Russland hätte ich mir eher gedacht, dass El Salvador.
Erstmal später abwarten. England, Algerien, Japan, Bolivien. Norwegen, Entschuldigung. Gucken, was da noch so kommt. Neuer Verein, FC Hafnarfjörður. Hufflepuff. Alles klar. Eyjafjallajökull. Vielleicht die nächsten Spiele. England, China, 1-0, Carol. Dein Freund. Unrealistischer Scheiße. Glubschi. Wieder Cordes gespielt. Hummels ja nicht dabei. Gomez. Der kann noch laufen. Ein guter Frankreich Einsatz. Frankreich schon wieder nicht gewonnen. Tore. Ecuador, Schottland 1-0. Hatten verletzte Spieler. Hatten das. So. Klar ist, Kroatien ist in der Gruppe 1 durch. Italien mit 2 Punkten. Uruguay und Korea mit 1 Punkt müssen kämpfen. Niederlande und Belgien sind noch nicht durch, so wie ich gesehen habe. Bei Venezuela durch diese 2 Pünktchen. In wen spielen sie? Gegen Aserbaidschan. Niederlande, Belgien könnten sich noch auskennen. Ja, die könnten sich's wegnehmen. Aber unentschieden, dann kommt es auf die direkten Vergleiche wieder an, wenn sie alle 5 Punkte haben. Mann, Aserbaidschan, ich hatte so eine Hoffnung und auch nicht scheiße. Kladur 4, Schottland 3, Frankreich 2, Angola 1. Eieieiei. Österreich! Haben wieder gewonnen. Österreich am Ende gegen Marokko, das heißt, sie haben beide Vergleiche gegen Spanien und auch gegen Costa Rica schon. 2-0 gewonnen gegen Spanien und 4-2 gegen gegen Spanien. Müssen schon durch sein. Nice. USA mit 6 Punkten durch, Deutschland mit 4 gegenüber Südafrika unentschieden gespielt. Ja, durch die Tordifferenz könnten sie am Ende auf jeden Fall. Dänemark 0. Dänemark ist raus. Portugal 6 Punkte am Ende jetzt gegen Liberia, also haben wir schon die Duelle gewonnen, Salvador und Russland. Gucken, wer noch weiterkommt. Algerien und England durch, China, Peru draußen. Und in der Gruppe ist einfach. Japan, Norwegen und Bolivien noch mit der Chance. Neuseeland ist raus. Und die letzten Spiele. Die war nicht gut für Neuseeland, habe ich gerade gesehen. England, Algerien 1-1. Huge. Deutschland verliert gegen die USA 2-1. Da hat der Klinsmann wieder zugeschlagen. Sam, Sidney Sam, oder? Meier? Keine Ahnung, Sepp Meier. Cordes ist wieder mit dabei. Frankreich, Schottland 0-1, ein Sackner, Platzverweis. Sackner. Und Schottland, ja, Fletcher mit dem Tor. 2 Tore Schottland, 2-mal Fletcher. Der Sunderland Ficker. Und Italien am Ende raus. Kroatien setzt sich eindeutig durch. Da 5 Punkte, Niederlande, Venezuela, Belgien raus. Belgien auch raus. Das ist doch schon stark. Hier, Belgien mit 1-0 Toren und Venezuela auch 1-0 Tore. Alter, warum sind die weiter? Weil V hinter B steht oder was? Im Alphabet. Wie haben sie denn gegen Ander gespielt? Ergebnis. Belgien, 0-0. Gute Frage, wie denn zählt. Wahrscheinlich so was wie WM. Nee, Quatsch. Wer die geileren Spieler hat. Die Tabellen hier, Nationaltabellen. Ich sag, wer die geileren Spieler hat. Gruppe 3, Ecuador und Schottland, Frankreich raus und Angola. Der nächste große Ecuador Fall. Hat Angola 5-0 weggeballert. Ja, stimmt, Frankreich auch draußen. Österreich. Spanien hat es auch noch geschafft. Costa Rica, Marokko leider raus. USA und Deutschland. Deutschland aber ja, muss sich erst wieder beweisen, ob sie eine Turniermannschaft sind. Nachdem Dänemark und Südafrika nur unentschieden gespielt haben, war das gut für Deutschland. Portugal klar durch. El Salvador am Ende auch gegenüber Russland sich durchgesetzt. Algerien und England. Peru 3 Punkte, China 0. Und Norwegen und Bolivien, Japan leider raus und Neuseeland. Und das heißt folgende Achtelfinalpaarungen: Niederlande gegen Uruguay, Kroatien, Venezuela, Ecuador gegen Spanien, Österreich gegen Schottland, Portugal gegen Deutschland, USA, El Salvador, Algerien gegen Bolivien und Norwegen gegen England. Also noch viele Mannschaften aus nicht mal Europa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mannschaften noch. Das ist schön. Das sieht man leider sehr selten.
Und England, da sehen wir, dass England sich durchsetzt. Hartney, wie auch immer das ist, Rooney und Welbeck schießen die Tore gegen Norwegen. Deutschland weiter. Gegen Portugal 2-4. Da ist keine Tore. Boateng und Cordes haben sich verletzt. Im Elfmeterschießen haben sie denn jemanden. Okay. So viel habe ich mit rumbekleckert. Irgendwelche Dortmunder dabei? Nee. Reus, wenn er. Und Schmelzer. Schmelzer auch noch bei, wenn sie für Dortmund noch spielen. Österreich leider raus, schade. Der Sunderland-Ficker. Fletcher dreht richtig. Das ist in guter Form. McGregor verletzt, der Tor. Schade, McGregor, den mag ich. McGregor. So, ansonsten Niederlande schlägt Uruguay 4-1, Kroatien Venezuela 4-2, Ecuador verliert gegen Spanien 1-2 nach Verlängerung, Österreich Schottland 0-2, Portugal Deutschland 2-4 nach Elfmeterschießen, die USA schlägt El Salvador 1-0, Algerien Bolivien 0-3 und Norwegen England 2-3. Ja. Alter, Bolivien, ne? Die drehen schön auf. Geht's weiter? Niederlande gegen Spanien, Kroatien Schottland, USA, England und Deutschland, Bolivien. Ja, sonst sind nur noch zwei nicht-europäische Nationen dabei, USA und Bolivien. Schnell redet. Ja, Niederlande, Spanien hauen sich jetzt aber raus. Gucken wir mal, wer da überlebt. Also, es könnten zwei weiterkommen. Hoffen wir doch mal. Bolivien setzt sich durch gegen Deutschland. Und England gegen die USA. Upton Johnson. Town. Ah, haben wir durchgewechselt. Sean Cross, Stock City mit dabei, Brian Bertrand auch dabei. Das könnte aber bitter werden. Okay. Fehlverweise Gerard, stimmt, ja. Bolivien. Ui. Ja. Bolivien jetzt der ganz große Favorit. AC in Schottland 2-0. Uiuiui. Adam. Charlie Adams. Und Holland schlägt Spanien 1-0. Holland, Kroatien, England und Bolivien. Holland die Waldfee. Kroatien gegen England, das heißt, Niederlande gegen Bolivien. Wir haben nur England, die schon mal Weltmeister waren, noch im Halbfinale. Alle anderen, Holland bislang nur Europameister gewesen. Und eine nicht-europäische Mannschaft, der volle Außenseiter Bolivien, fordert Niederlande. Ich sag mal, Bolivien gegen Kroatien ist das Finale. Na, fast. Kroatien entschieden England 1-0, ey. Die Kroaten. Ey. Platz für S. Gerard und trotzdem darf er mitspielen. Ja. Wer weiß, was das für eine Karte war. Holland, Bolivien 2-2. Eine Autogrammkarte. Das heißt, Bolivien leider draußen. England gegen Bolivien im Spiel Platz 3. Wenn es das hier gibt, weiß ich gar nicht. Das sind Niederlande das Finale. Trüt und 2-1. Kroatien wird Weltmeister. Holland hat es wieder nicht gepackt. Hätte man sich auch nicht gedacht. Kroatien ist packt. Packen wir. Also musst du gleich mal gucken nach. Jetzt wird's spannend. Jetzt gucke ich gleich mal. Neue Stärke. Unser Bienenstich kriegt eine neue Stärke und verliert sie gleich wieder. Vor der Rente. Sully, unser zweiter Goalie, bleibt gleich. Der Sanctis. Komm schon. Ja. Bleibt gleich. De Vera bleibt gleich. Bronson Garner. Der müsste sich auch machen. Bleibt gleich. Ja, vielleicht wegen dem Alter. 20% Chance. Ach. Jetzt ist er noch verletzt, ist natürlich. Bradley, der geht. Jetzt wieder besser, natürlich. Watmark, sehr schön. Kommt auf 4. Und eventuell... Ach, come on. Thompson, einsatzbedingt. Nice, 100%. Gut. Die Form. Form, Alter, komm. Mach uns stolz. Ja, 6 ist auch okay. 6 ist auch gut. Carvalho mit einer guten Form. Aber das Alter. Aber er bleibt gleich. Sehr schön. Painter. Und er schießt, er bleibt gleich. 0. Potts verbessert sich auf 6. Schaut, dass da nicht irgendwie steht, plus oder minus. Kommt er später. Also Potts verbessert sich auch.
Mutter Ukil, der ist eigentlich so gut drauf, dass er sich leider nicht verbessert. Beast hat sich verbessert. Beast verbessert sich von 3 auf 4. Zanetti bleibt gleich. Ja, mit Alter ist natürlich. 50% Chance und der widersteht dem. Nice, Zanetti. 40. Berkö. Auf 7. Sehr schön. Wallace verbessert sich auf 5. Auch einsatzbedingt. Sie verbessern sich aber leider nur einmal. Heute. Maloney. Bleibt gleich. Yukio. 7 ist ja leider das Maximum. Also wenn sich jetzt wer auf 8 verbessern würde, wird da stehen, geht leider nicht. Wie schwul. Ja. Genauso wie von 1 auf 0 geht, glaube ich, auch nicht. So, Yuko bleibt gleich, Holmes bleibt gleich, Bartschan bleibt gleich, Holmes verliert. Keine Spielpraxis, oh, tut mir aber leid. Gixi verliert. Zu. Come on, Kaffee zu, da geht was. Come on, ja, 7, sehr schön. Ertl, der Österreicher. Von 6 auf 7. Sehr schön. Bleibt auf 7 oder kommt auf 7. Raccoon. Den werden wir wahrscheinlich rausschmeißen Ende der Saison. Bleibt auf 4. Padovani gibt es auch noch. Was sich nicht alles rumkreucht und fleucht hier. Keine Spielpraxis. 1 zurückgefallen. Wir sind aber noch bei den Mittelfeldspielern. Es ist der, der keinen Vertrag für die nächste Season hat. Riba, von 3 auf 5. Oh. Ja, sehr schön. Unser defensiver Mann. Ferry bleibt gleich. Argimank ist mir egal. Der verlässt uns ja. Bleibt gleich. Genauso wie Connolly. Der verliert. Ja, der geht runter. Quaddock, schön, der bleibt besser. Boah. Anzahl Tore, nice. Komm mal, noch die Form auch noch. Von 4 auf 6, sehr schön, Tom Quaddock. Na, das wird spannend im Sturm. Marquis bleibt gleich. Bird verbessert sich und verschlechtert sich gleich wieder. Unser Vögelchen, das sich getrennt hat von seiner Freundin. Jux auf 8, Stärke auf 7 begrenzt. Fickeln. Charles Reason von 5 auf 6. Und auf 7, ja! Ja. Also stürmermäßig sind wir echt gut dabei. 17 schon Stärke 7. Geil, und das war's. Also eigentlich nur gute Sachen. Außer dass Giggs war es, glaube ich, der sich auf 5 zurückentwickelt hat. Mhm. Aber ansonsten, so durch die Bank. 40. Kann da schon mal passieren. Durch die Bank super Ergebnisse eigentlich. Die uns verlassen, haben ein bisschen abgebaut und das ist uns ja echt egal. Tschüss, Bienenstich, Smithy. Nur mal so, wir haben jetzt die halbe Stunde erreicht. Okay. Dieser Folge. 1,1 Millionen Gewinn, sehr schön. Und dann tut sich einen hübschen Teil ihres Gewinns. Na super. Merkbar, wir sind jetzt am Ende. Achso, sollen wir da die Folge beenden? Die Enden befolgt? Denk mal. Können wir machen. Oder halt, weiß ich gar nicht, oder bis zum Speicherpunkt wieder kommst du? Ich weiß ja nicht, was. Nee, jetzt kommt erst die Saison-Anfangsgeschichte. Okay. Oh, jetzt ist der 1.7., jetzt kommen die ganzen Verträge und so weiter. Das wäre eigentlich für die nächste Folge dann ganz gut. Jetzt haben wir mit der einen Season abgeschlossen und die nächste fängt dann quasi an. Ja, da siehst du, das ist die 5-Jahreswertung. Spanien, England, Deutschland, Italien, Portugal. Das ist die Top 5. Wo ist Bolivien? Österreich auf der 14. Ja, werden ja nur die europäischen Mannschaften gelistet wegen Pokal, Meisterschaft und international. Ah, okay.
die bietet ja. Neue Vertragskonditionen, Rikwaivo. Unser Saisonziel lautet Klassenerhalt. Mehr fordern! Mehr fordern! Mehr fordern! Egal was, aber ich will mehr. 96% Frau Trauenvorstand, 93. Ja. Machen wir noch mehr? Ja, immer noch so. Wisst halt nicht, wie sie nachher denn drauf sind wegen Spielerverpflichtung vielleicht und so was. 88 haben wir jetzt. Audi ist ausgelaufen, muss neu verhandelt werden. Ja, natürlich. So soll es laufen. Machen wir alles selber. Machen wir alles in der nächsten Folge. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an den Yoki fürs Dabeisein. Gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Die Gäste gehen hier zum Angriff über. Ja, das mit dem Angriff ist ein gutes Stichwort, Günther. Wir haben eine Wespe in der Kabine. Sie fliegt herum, sie will uns stechen. Sie kommt immer näher. Geh weg, du blödes Viech. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Ich muss hier kommentieren für die Leute im Fernsehen. Aua. Sie sitzt auf meiner Nase. Günther, so tu doch was so. Helf mir doch, sitz da nicht so dumm herum. Aua, was schlägst du mich? Bist du wahnsinnig, du? Du sollst mich beschützen, du sollst mich hier nicht ohrfeigen. Ich ohrfeig dich zurück. Komm her, du! Ja, Günther, hab ich dich jetzt vielleicht irgendwie getroffen? Das wollte ich nicht. Ich wollte dich doch eigentlich nur... Ja, ich wollte mich rächen an dir, weil du mich geschlagen hattest. Günther, so wach doch auf. Er schläft oder er ist irgendwie weggetreten. Ich muss Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Ja, warte gerade. Ich muss noch zu der Pressekonferenz. Ja, ich weiß, dass das mit dem Spiel war, aber ich muss das trotzdem immer hin. Das ist halt so. Ja, könnt ihr mal besser also, ich geh da gerade rein, dann komm ich. Steh, alles von dir. Tag, die Herren. Wo seid ihr denn? Oh. Ja, das kann ich ja nicht wissen. Dass ihr... Ja, dann machen wir die Konferenz, können wir später noch machen, Jungs. Das ist gar kein Problem. Ich lasse euch dann mal noch ein bisschen in Ruhe, ne? Tschüss.